Was zum Schrauben habe ich großartig nicht, ganz ehrlich. Ich habe jetzt auch kein Moped. Es gab halt mal meine Zeit, wo ich ganz viele Mopeds hatte, gekauft habe, gebrauchte, kaputte und die dann halt fertig gemacht habe. Ich habe momentan nicht die Zeit dazu, das zu machen. Ich würde es natürlich gerne machen. Mir macht es ja immer Spaß, wirklich immer Spaß, sowas zu machen. Vor allem hat man halt auch ein riesen Erfolgserlebnis, wenn man etwas nicht funktionierendes dann repariert und es funktioniert danach super. Das gibt einem irgendwie so einen Kick. Da hat man irgendwie Glückshormonausschüttung, so Dopamin und so weiter. Deswegen mache ich das eigentlich ganz gerne, ne, wenn man ein Problem hat und das kurzfristig lösen kann. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht die Zeit dazu und um ganz ehrlich zu sein, auch nicht die Energie dazu, weil ich momentan andere Sachen zu tun habe. Aber ich will nicht ausschließen, dass das jetzt komplett vorbei damit ist. Ich werde mit Sicherheit immer wieder mal Mopeds haben oder so weit. Und vor allem auch, wenn ich dann mal eine 125er habe. Ein 125er Roller ist im Grunde genauso wie ein 50er Roller, nur alles ist ein bisschen größer. Ansonsten ist im Grunde alles gleich. Eventuell werde ich auch bald oder demnächst oder in naher Zukunft auch mal ein Motorrad besitzen. Das wäre dann zum Beispiel für mich komplettes Neuland. Aber ich hätte auf jeden Fall riesiges Interesse daran, wie das alles aufgebaut ist, wie das alles funktioniert. Ich hätte auch gerne mal einfach nur, obwohl ich jetzt keinen Motorradführerschein habe, so ein Bastler-Motorrad mit, keine Ahnung, 500, 600 Kubik und würde das Moped oder das Motorrad dann einfach gerne mal komplett auseinanderschrauben und gucken, wie das da aufgebaut ist. Der Zylinder und so weiter ist ja im Grunde immer gleich, ne? Man hat einen Zylinder, man hat Kolbenringe, man hat einen Kolben, man hat eine Kurbelwelle. Das ist im Grunde immer bei allen Verbrennermotoren ist es im Grunde dasselbe. Aber der Antrieb ist halt auch ein bisschen anders, ne? Dann hat man halt eine Gangschaltung, der Antrieb läuft über die Kette und das ist halt alles ein bisschen komplizierter als die gute alte Rollertechnik. Viele Motorräder haben dann zum Beispiel auch kein Vergaser. Das läuft dann über eine Einspritzdüse oder über mehrere Einspritzdüsen. Da wäre ich dann auch trotzdem noch vorsichtig. Ich würde mir dann, glaube ich, schon ein Vergasermotorrad kaufen, weil ich liebe einfach Vergaser. Ich weiß auch nicht. Obwohl ich meine, dass die Einspritzer bei den Motorrädern um ein Vielfaches zuverlässiger sind als bei den ganzen Rollern. Davon bin ich schon überzeugt, weil die ganzen Autos zum Beispiel, die haben halt alle auch eine Einspritzung, die laufen ja zuverlässig. Aber das Problem ist halt, auch bei Motorrad mit Einspritzsystem oder auch bei Autos, ne, wenn da mal was kaputt geht, vor allem auch bei Autos, dann wird's teuer. Ich hatte ja zum Beispiel einen Kollegen, der hat sich einen Neuwagen gekauft, 30.000 Kilometer gerade mal runter und jetzt ist die Kupplung und die Schwungscheibe kaputt. Der ganze Spaß kostet mit Service und so weiter knapp 3.000 Euro, Leute. 3.000 Euro. Und dann dachte ich mir, boah, wenn ich das wäre und ich müsste jetzt 3.000 Euro und man bezahlt auch die 3.000 Euro, weil das ein Neuwagen im Grunde ist und den Wagen quasi noch am Abstottern ist, ne, dann bezahlt man halt die 3.000 Euro. Aber dann dachte ich mir, als er mir das dann erzählt hat, dachte ich mir, boah, bin ich froh, dass ich kein Auto habe. Ganz ehrlich. Wenn ich in der Situation wäre und ich müsste jetzt 3.000 Euro bezahlen, dann würde ich da sagen, ey, ich bin raus. Ciao. Ehrlich. Das muss ich nicht haben. Ich meine, wenn ich jetzt einen Gebrauchtwagen hätte, einen Twingo oder sowas für 1.000, 2.000 Euro und da wäre dann halt so ein Schaden, ja okay, dann ab zum Schrottplatz, kein Thema. Oder Ersatzteile verkaufen oder was man halt für Möglichkeiten hat. Oder zumindest versuchen, einmal irgendwie selber zu reparieren. Aber das ist halt das Ding beim Neuwagen. Wenn man jetzt halt ein Motorrad hat mit einer Einspritzanlage, glaube ich aber schon, dass man da selber was reparieren kann. Bei diesen Einspritzdüsen ist es ja meistens so, auf jeden Fall ist es bei den Rollern so, dass man da selbst wenig machen kann. Wenn so eine Einspritzdüse kaputt ist, ist sie kaputt. Da muss man halt eine neue kaufen. Und die sind halt teuer. Diese Einspritzdüsen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es bei Motorrädern genauso ist. Wenn du einen Vergaser hast, ein Vergaser kann im Grunde nicht kaputt gehen. Der Vergaser ist dann höchstens verdreckt, verstopft. Dann machst du ihn sauber und dann läuft die Kiste wieder. Bei einer Einspritzanlage ist das halt nicht so, aber die Einspritzanlage ist dann halt vermutlich bei Motorrädern wie bei Autos zuverlässiger. Der Vergaser kann halt verstopfen, das ist halt das Ding. Aber wenn man den Vergaser prophylaktisch einmal im Jahr wirklich sauber macht, oder die Vergaser, Motorräder haben ja manchmal auch zwei Vergaser oder mehr vielleicht. Wie gesagt, ich kenne mich mit der Motorradtechnik noch nicht so gut aus. Wirklich, dann schnappt man sich den Vergaser einmal im Jahr, im Sommer sagt, ja okay, ich mache den jetzt sauber. Dann passiert auch nichts, ganz ehrlich. Wenn man den Vergaser einmal im Jahr sauber macht, passiert nichts.
Also ich sag mal, zu 99% passiert da nichts. Es sei denn, es passiert so ein Quatsch, was mir letztens passiert ist, dass das Schwimmerventil hakt. Okay, sowas kann natürlich passieren, aber das ist mir in meiner Rollerlaufbahn nur ein einziges Mal jetzt passiert. Aber es ist passiert. Mein Roller, ganz ehrlich, mein Vergaserroller, der ist sowas von zuverlässig. Ich mache den Vergaser immer einmal im Jahr sauber und die Kiste rennt. Da passiert nichts. Motorrad hatte ich auf jeden Fall Lust. Ne? Vermutlich wird es dann erstmal ein 125er Motorrad. Erstmal werde ich mir einen 125er Roller holen. Und ich werde mir auch ein 125er Motorrad mit Schaltung holen. Allein schon aus dem Grund, weil ich einfach auch mal dieses Schalten lernen möchte. Ich möchte das auch mal beherrschen. Ein Riesenvorteil davon ist, wenn man jetzt B196 macht und man holt sich so ein 125er Schaltmoped, dann lernt man es ja. Das Schalten ist im Grunde genauso wie beim großen Motorrad, die Gangschaltung, man lernt es dann einfach. Der einzige Unterschied ist im Grunde der Gewichtsunterschied. Ein 125 Kubik Motorrad wird vermutlich in der Regel leichter sein als ein 1000 Kubik Motorrad. Das ist so im Grunde der wesentliche Unterschied. Aber die Schaltung an sich und das Fahrverhalten, die Sachen werden schon ähnlich sein. Aber halt mit der Gewichtsverlagerung und so weiter und so fort ist das natürlich schon, ja, ein bisschen was anderes. Aber ja, große Sprüche. Ich hatte noch nie ein Motorrad. Ich habe auch die Information von jemandem, der auch selbst Motorrad aktiv fährt. Er hat mir nämlich genau dasselbe erzählt. Und das hört sich auch wirklich einleuchtend an. Und das Gute ist halt, wenn man halt den B196 hat und dann die Schaltung halt lernt mit dem 125er und später sagt, okay, ich möchte doch einen Motorradführerschein machen, bin ich der festen Überzeugung, dass man die 600 Euro, die man für B196 bezahlt, damit quasi rausholen kann. Dass man quasi dadurch, dass man die Schaltung mit dem 125er gelernt hat, hat man dann zwingenderweise weniger Stunden, wenn man den Motorradführerschein macht. Oder seid ihr da anderer Meinung? Also für mich ist das total einleuchtend, wenn man überlegt, okay, du hast 12 Pflichtstunden und dann macht man vielleicht auch nochmal so 10 normale Stunden, wenn man total ungelernt ist, von nichts im Plan hat. Diese 10 Stunden, die könnte man sich theoretisch dann sparen. Man macht einfach dann nur die Pflichtstunden. Und der B196 ist quasi schon bezahlt dann. Also plus minus null, kein Verlust. Ich hatte ja mal gesagt, B196 wird angerechnet, da haben viele gesagt, das stimmt nicht. Ich hatte wohl eine Fahrschule, die würde das anbieten, ne, dass man das dann halt so ein bisschen verrechnet, weil man ja quasi halt auch, weil die halt davon ausgehen, dass man dann auch 125er Gangschaltung fährt, aber offiziell ist es halt nicht so. Aber trotzdem ist es halt so, dass man dann halt das Schalten lernen kann offiziell. Das ist halt auch nochmal so ein Punkt, warum ich den B196 mache. Ich finde, das ist der beste Start, den man machen kann. Im Grunde hat man auch nicht so viel Verlust, wenn man wirklich dann sich ein Schaltmoped holt und das lernt. Und dann nach, keine Ahnung, 3-4 Jahren Motorradführerschein macht und sagt, okay, ich habe jetzt B196, ich kann das vernünftig in aller Ruhe lernen und spare die nächsten 3 Jahre oder die nächsten 1, 2, 3 Jahre für meinen Motorradführerschein, damit ich mir eine vernünftige Kombi holen kann, einen vernünftigen Helm für 400 Euro. Oder für, also einfach einen vernünftigen Helm. Mein 50 Euro Helm hier, den ich jetzt habe, mit dem würde ich definitiv keinen 600 Kubik Motorrad oder so fahren. Ich würde mir einen vernünftigen Helm holen. Auch wenn die günstigen Helme auch ein E-Zeichen haben, auch geprüft wurden. Aber ganz ehrlich, warum kostet ein 50 Euro Helm 50 Euro und ein 500 Euro Helm 500 Euro? Warum? Das wird schon seinen Grund haben. Auf jeden Fall B196, das ist so meine Meinung. Natürlich hat jeder seine eigene Meinung. Ich habe mir auch ein paar Videos angeguckt, wo Leute halt gesagt haben, das lohnt sich nicht, es bringt nichts. In meinen Augen lohnt sich das absolut, weil man anfangs einfach weniger Kosten hat und einen guten Anfang machen kann. Viele sagen, ja, im 125er kannst du nicht schneller als 110 km/h fahren. Mag sein, aber wenn ich ganz ehrlich bin, möchte ich auch gar nicht schneller fahren, weil mir das Risiko zu hoch ist. Sag ich jetzt, was ich in 1, 2 Jahren sage, weiß kein Mensch. Vielleicht habe ich dann wirklich Blut geleckt und sage, ich möchte 300 km/h fahren, was ich aber nicht glaube, weil mir das einfach wirklich zu gefährlich ist. Jetzt habe ich wieder so viel gequatscht. Eigentlich wollte ich nur so ein, so ein entspanntes Talk-Video machen, sage ich mal. Jetzt ist das wieder ausgeartet. Aber ich sage halt immer das, was mir gerade in den Kopf kommt. Das sage ich dann einfach gerade heraus. Und ja, ich möchte halt so meine Gedanken einfach auch mal mit euch teilen. Und auch mein Wissen mit euch teilen. Ich möchte einfach alles mit euch teilen. Ja, okay, nicht alles. Es gibt ja immer Grenzen.
jetzt fällt mir auch nichts mehr ein, deswegen werde ich auch dieses Video jetzt beenden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt eure Zeit, nutzt eure Zeit, macht was draus, abonniert meinen Kanal, abonniert auch meinen anderen Kanal, guckt bei Instagram vorbei, klickt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!